Also ich klettere jetzt seit 11 Jahren. Ich habe mit 14 angefangen zum Klettern und habe mit meinem Bruder zusammen mit meiner Schwester zum ersten Mal mitgenommen in die Kletterhalle in Flisch. Und da waren wir noch eigentlich schon ziemlich motiviert zum Bouldern, sind gleich am Anfang schon regelmäßig zum Bouldern gegangen. Und da habe ich dann den Dietmar Siegel getroffen und den Zangerlbernd und die haben wir uns dann zum ersten Mal mit an den Fels genommen. Wo ich das erste Mal am Fels geklettert bin, das hat mir eigentlich viel mehr taugt wie die Halle. Und ja, das war ganz was anderes. Also ins Beiden hat es viel mehr taugt. Und wir waren dann noch fast jedes Wochenende unterwegs. Und gerade das Wegfahren, das hat es interessant gemacht. Einfach mal weg von der Family und unterwegs sein und Fels klettern, das hat es interessant gemacht. War viel besser wie die Halle. Das ist schwierig. Es ist sicher bei mir so, dass ich extrem stur bin. Also es war früher schon so, wo ich mit 14 angefangen habe zum Bouldern. Ich habe mich echt stundenlang unter den gleichen Boulder sitzen können und einfach nur zwei Züge probieren. Und wenn ich noch auf einem Boulder zum Beispiel nicht aufgekommen bin, dann bin ich oft so lange sitzen geblieben, bis es halt gegangen ist. Und das war so eine Gabe, die wo man dazu mal wahrscheinlich ziemlich viel gebracht hat. Also das hat mich, glaube ich, schon stärker gemacht. Einfach stur sein und lang probieren und unbedingt wollen, dass es halt irgendwann klappt. Der Boulder, der mich am allermeisten gefordert hat, war sicher das Pura Vida im Aarestal. Für den Boulder habe ich die meiste Zeit investiert. Da bin ich, glaube ich, über zwei Jahre lang immer im Herbst hin und habe probiert, über Tage. Und da war es einfach am Anfang so, ich habe überhaupt keinen einzigen Zug machen können. Und für mich war es nicht klar, ob ich das jemals klettern kann. Und die ganze Zeit und die ganze Energie, was du da investierst, das bleibt nachher schön in Erinnerung. Also ich finde auch, umso länger du am Boulder probierst und umso mehr er dich fordert, umso länger bleibt da sowas in Erinnerung, weil du halt einfach viel dafür probierst und kämpfst und schaust, dass das halt irgendwann einmal funktioniert. Also zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass irgendwas mit meinem Kreuz nicht passt. Da war ich gerade bouldern in Galtür. Und am Anfang wollte ich das nicht so richtig wahrhaben. Ich habe mir gedacht, ich habe einfach einen gescheiten Muskelkater und es ist nicht so schlimm. Und dann habe ich einfach weitergemacht, so wie bisher. Und dann ist im Endeffekt daraufhin ausgelaufen, dass ich halt mir doch gedacht habe, ich könnte mal zum Arzt gehen und mal nachschauen lassen, ob es nicht was Schlimmeres ist. Und ja, dann habe ich halt die Diagnose gehabt, einen Bandscheibenvorfall. Und das war am Anfang schon richtig schlimm. Ich habe es noch nicht richtig einordnen können, was jetzt passiert, ob ich jetzt zurückstecken muss, ob mir das jetzt lang ausschalte zum Beispiel. Aber ich habe gewusst, okay, ich muss jetzt sicher eine Zeit lang zurückschrauben und halt darf nicht so viel Bouldern gehen. Ja, da war ich mir halt wirklich nicht sicher, ob ich wieder so bouldern kann wie früher. Weil ich habe es immer wieder probiert und ich habe es zu früh probiert, also ich habe zu wenig lange Pause gemacht. Und ich habe immer wieder gemerkt, okay, es geht nicht. Also ich war einen Tag bouldern und danach ist mir wieder eine Woche schlecht gegangen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr so bouldern wie früher. Und ja, das hat dann eine Zeit gedauert, dass ich das endlich kapiert habe und gesagt habe, okay, ich muss es jetzt komplett lassen, ich darf nicht. Und dann habe ich einfach Pause gemacht und ungefähr ein halbes Jahr später dann therapiemäßig mit dem Seilklettern angefangen. Ja, für mich, also ich kann sagen, das Seilklettern war für mich, das leichte Seilklettern war für mich eigentlich die beste Therapie für einen Bandscheibenvorfall. Die schwerste Route, die schwerste Sportkletterroute, wo ich geklettert bin, das war eine Route im Vorarlberg, die Erntezeit. Aber es war sicher nicht die Route, die mich am meisten gefordert hat. Das war eher einfach der Übergang von 8a in den 8b-Bereich zum Kämen. Also meine erste 8b-Route, das ist schon vielleicht ein bisschen vom Kopf her. Das war für mich am schwierigsten zum Schaffen. Da habe ich am längsten probiert. Also die erste richtige Alpintour, wo ich eigentlich nur mitgegangen bin zum Sichern und zum Nachsteigen, war zusammen mit dem Hansjörg in die Dolomiten, da wo er die Panorama geklettert ist. Und er hat mich da wirklich ins kalte Wasser geworfen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt vom Chiman und wie das da überhaupt funktioniert. Und ich habe noch nicht genau gewusst, was jetzt mit mir da passiert. Und das war nachher eigentlich kurz ganz lustig und nachher ein ziemlich extremes Erlebnis, weil die Route ist so extrem steil, dass man sich halt davor abseilen muss zum Chiman und dann halt ewig weit
Cimat. Und der Hans-Jörg hat mir halt das in der Wund erklärt, wie ich die Cimat reinhängen muss, wie ich das und das machen muss. Und das war für mich schon ziemlich ein eindrückliches Erlebnis. Nein, also für mich persönlich ist es extrem wichtig, also dass ich nicht immer so ein schweres Projekt habe. Ich habe ein oder zwei so schwere Projekte im Jahr und das ist dann mehr wie genug. Und die andere Zeit gehe ich ganz normal zum Sportklettern oder gehe einmal bouldern. Und ich mag es auch, einfach mal eine gemütliche Route zu klettern. Da wo ich weiß, die kann ich hundertprozentig durchsteigen und die fällt mir nicht wirklich schwer. Das macht einfach Spaß und ich könnte mir noch nicht vorstellen, dauernd ein schwieriges Projekt zu haben. Also wenn ich ein Projekt habe, dann ist es immer so, dass es ein Projekt ist, das eher schwer ist, das mich fordert, wo ich längere Zeit probiere. Und also mein längeres Projekt ist die Alpentrilogie. Das waren 1994 die drei schwierigsten Routen der Alpen. Das ist einmal der Silbergeier im Rätikon, die End of Silence in Berchtesgaden und Kaisers neue Kleider im Wilden Kaiser. Und mir ist eben letztes Jahr die End of Silence gelungen, dieses Jahr der Silbergeier. Und jetzt ist es halt für mich ziemlich neu und ich bin voll motiviert, dass ich halt den Kaiser probiere. Mir taugt es zum Beispiel voll, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, das ist cool, was du gemacht hast, ich würde das auch gerne probieren und so. Das finde ich, das ist echt extrem lässig, wenn du für die Leute irgendwas Inspirierendes machst. Das taugt mir voll. Aber sonst, ja, setzt man sich eigene Ziele und als Vorbild, ja, sehe ich mich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ziemlich relaxed, weil das letzte Projekt von mir, das hat so schnell hingehauen und das war eigentlich geplant für dieses Jahr und ich wollte mir eigentlich das ganze Jahr Zeit nehmen für den Silbergeier und das ist mir schnell gelungen und jetzt bin ich eigentlich ziemlich relaxed. Ich bin motiviert zum Kaisers neue Kleider probieren, das taugt mir voll, aber ich gehe relativ locker hin und mache mir da selber keinen Stress und ja.